Zack. Und jetzt muss ich die alle wieder wegmachen, natürlich. So. Zack, anziehen. Nein, anziehen. So, und so, die kommen alle weg. Habe ich hier hier habe ich Meditation drin, das ist doch schön. Gut, direkt mit Meditation weiter. Ja, Meditation. Meister der dunklen Künste. Zack. Elementargeselle, Feuer und Eis. Nimmt doppeltes Wirken. Was habe ich denn hier noch? Und zwar um K. Ja, ist mir egal. Mystischer Ruf. Verbrauchen. Das ist mir egal. Lehrling der dunklen Künste. Okay, jetzt könnte ich hier zu anderen gehen. Schatten des Windes. Kritische Trefferchancen. Oder... Was kann ich denn hier mitmachen? Okay, ne. Ihr hört an mit zwei Handwaffen. Eigentlich ist das cool. Kränkung. Alle Schlösser sind 20%. Das ist geil. Den Baum sollte ich vielleicht mal voll machen. Mist! Aber hier kann ich auch noch so ein bisschen was nehmen. Also vielleicht kein Kehlschnitt. Aber... hier sowas... Meisterschlösser oder sowas knacken. Wäre doch auch ganz geil. So. Ja? Ahoi. Autosaving, wunderschön. Was wollt ihr? Ich würde gerne raus hier. Ja? So ist das eben. Bis zum Erscheinen dieses Korex dachte ich, die Dinge entwickeln sich endlich zu unseren Gunsten. Der Siegelstein und dieses Leuchtfeuer. Aber ein Krieg mit Nerim ändert alles. Sie übertrumpfen uns in Manneskraft, Ausrüstung, einfach allem. Hoffen wir, dass die Mauern Arks wirklich so widerstandsfähig sind, wie man sagt. Okay. So ist das. Dann ab nach draußen. Und zum Myradenturm, wo wir dann hoffentlich mit genügend Geld, was wir haben, zurückgehen können. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob wir genügend Geld haben für den Myradenturm.
13 Groschen. Nein, haben wir nicht. Natürlich haben wir nicht genügend Geld für den Iranturm, aber ich habe vielleicht noch eine Teleportrolle nach Ark. Rollen. Teleportrolle. Odins Schlüssel. Natürlich habe ich keine Rolle nach Ark. Ah. Ahoi! Lass. Willkommen, willkommen. Was darf. Aber immer doch. So. Das bedeutet, ich verkaufe halt einfach nochmal eine Rolle der. Rolle des Feuerballs. Auf bald. Ja, das reicht für zweimal schnell reisen. Auch wenn das jetzt nicht mehr Bonus gebracht hat, dummerweise, aber verdammt, wo ist so der? Viel zu tun. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Ark. Und zwar. Ark. Wohin soll ich euch bringen? Ab nach Ark, bitte. Ha! Wir sind in Ark. Wie wunderschön. Wieder freundlich alles. Da, ab in den Sonnentempel. Sonnentempel. Ich glaube, das war der dritte schwarze Stein, oder? Habe ich jetzt alle schwarzen Steine? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es müssten jetzt alle Steine sein. Das war komisch. Tische nach Altsolis. In dem Max. Schwarze Steine laut Lexis aus. Zwei fehlen also noch. Aha. Okay. Was? Na toll, das war der falsche. Ich bin ins falsche Teil reingelaufen und jetzt lädt das Ding wieder so lange. Das ist auch schade, dass das mit den Ladebalken nicht so wirklich klappt. Wo fehlt denn? Das wäre das Schönste, wenn es wirklich klappen würde mit den Ladebalken. So. Ja, seid ihr fündig geworden? Oh, beim rechten Weg. Seine eigene Schwester? Das ist grausam, wirklich grausam. Warum tun die Hohen das? Ich denke und denke, aber ich komme zu keinem griffigen Schluss.
Es ihn freut. Vielleicht. Naja, dann wollen wir mal sehen. Person ist beschäftigt. Läuft die jetzt extra zu dem Stein, weil die genau das... Was zum... Faszinierend. Wirklich faszinierend. Tja, genau das, was wir vermutet haben, würde ich sagen. Der Stein hat sich mit dem Leuchtfeuer verbunden. Und wie? So eine Energie habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn gespürt. Aber gut, ein halbes Huhn macht noch keinen Kuchen. Zwei Steine fehlen noch. Ja. Ja? Seid ihr fündig geworden? Oh, da geht ihr auf die Suche nach dem Stein und löst damit gleich ein indraleisches Mysterium mit. Ich hatte mir vieles ausgemalt, aber das nicht. Ich frage mich, was aus dem Mädchen geworden ist. Ein Teil der Energie wurde wohl tatsächlich in ihren Körper gebannt. Der Stein ist ein wenig matter als die anderen, aber das sollte keinen Unterschied machen. Ich hoffe mal. Wenigstens war das Leid nicht umsonst. Wir haben den Stein. Lasst ihn uns einsetzen. Ich hoffe mal, dass das keinen Unterschied macht. Denn, ja, wer weiß, was das ein Unterschied macht. Unterschied machen. Hier ist die Energie besser aufgehoben als in den Händen irgendwelcher armer Seelen, deren Gedanken die Hohn vermessen können. Gut, gut. Natalia aufsuchen. Wo ist die? Malfas zum Gruß. Ja. Son Tempiscola. Jut, jut. Und hier ist die Trainingskammer. Ja. Ist es etwas Wichtiges? Wenn nicht, dann geh bitte. Mir ist nicht nach Gesellschaft. Tschüss. Was? Nee, ich hab das doch nicht... Neu laden. Bitte. Also, das wollte ich jetzt nicht. Ja. Ist es etwas Wichtiges? Wenn nicht, dann geh bitte. Mir ist nicht nach Gesellschaft. Sache. Ja. Das trifft es ganz gut. Aber danke. Wie gesagt, ich will momentan einfach nur meine Ruhe. Was aber? Ich will deine Verhätschelei, deinen Trost oder was auch immer du mir geben willst, nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber du kommst immer wieder wie ein verdammter Hund, der es einfach nicht kapieren will. Warum? Warum schaffst du es nicht, mich als das zu sehen, was ich bin? Alle anderen schaffen es doch auch. Warum also du nicht? Es braucht mehr. Du hast keine Ahnung, was du da sagst.
Ich bin ein Monster, verdammt nochmal. Eine magische Perversion. Und du stehst hier und denkst, du würdest mich kennen. Das ist einfach ein Witz. Der größte Witz seit Sternenfall und der schlechteste. Hast du eine Vorstellung davon, was mein erster Impuls war, als ich dich in Alto Tulgrad sah? Das Blut auf deinem Gesicht in der Falle dieses Briganten? Hast du auch nur die geringste Vorstellung, was ich am liebsten getan hätte? Nein, und das würde nichts ändern. Dann bist du scheinbar lebensmüde. Du hast keine Ahnung, weißt du. Du hast keine Ahnung davon, wie viel Geistesstärke, wie viel Disziplin es mich jedes Mal kostet, es zurückzukämpfen, nicht nachzugeben. All das, ich... Warum, Saira? Warum? Warum muss ich so sein? Ich habe nie darum gebeten, von den Toten zurückgeholt zu werden. Ich wollte kein verfluchter Engel werden. Und ich habe mit Sicherheit nie darum gebeten, Tag ein, Tag aus gegen dieses perverse Bedürfnis ankämpfen zu müssen, das scheinbar alles ist, was mich verdammt nochmal definiert. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, es zu bekämpfen. Vielleicht ist dieses Ding, zu dem ich im Schloss geworden bin, mein wahres Gesicht. Und das hier nur eine schlechte Maske, mit der ich mich selbst zu belügen versuche. Was bringt... War kein Ausrutscher. Aber was du sagst, ist einfach nicht wahr. Mhm. Vielleicht gibt es tatsächlich... Ein interessanter Gedanke. Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Soll ich es einfach akzeptieren, dass ich ein Monster bin? Ich muss nachdenken, Saira. Bitte geh. Nicht jetzt, Saira. Die Welt kann untergehen, aber vergiss